Die Lage im Persischen Golf spitzt sich dramatisch zu. Zunächst wurde eines, nun ein zweites Schiff vom Iran aufgebracht. Donald Trump hat sich bereits eingeschaltet. Update 22.30 Uhr. Der Iran hat am Freitag innerhalb kurzer Zeit 2 britische Tanker im Golf von Hormuz aufgebracht. Nach der unter britischer Fahne fahrenden Stirner im Peru wurde auch ein unter liberischer Flagge fahrender Tanker in Richtung Iran abgedrängt. Nach Medienberichten soll es sich dabei um die Mister der britischen Norfolk Shipping Group handeln. Die Festsetzungen sind unakzeptabel, sagte Außenminister Jeremy Hunt. Noch am Abend trat in London nach Medienberichten der Nationale Sicherheitsrat, COBRA, zu Beratungen zusammen. Wir werden mit dem Vereinigten Königreich sprechen, sagte US-Präsident Donald Trump beim Freitag vor Journalisten. Das Land sei in großen Schwierigkeiten, die Wirtschaft breche zusammen. Es ist sehr einfach für uns, das noch viel schlimmer zu machen, der Iran mache. Nichts als Ärger, erklärte Trump weiter. Update 21.40 Uhr. Nach der Beschlagnahmung eines britischen Schiffs haben die USA dem Iran eskalierendes Verhalten gegen Großbritannien vorgeworfen. Die USA würden weiterhin mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten, um unsere Sicherheit und Interessen gegen das bösartige Verhalten des Iran zu verteidigen, fügte er hinzu. Die Regierung in London hatte sich unterdessen nach den Öltanker-Berichten ebenfalls alarmiert gezeigt. Iran-Konflikt, Lage am Persischen Golf spitzt. Sich dramatisch zu, britischer Öltanker aufgebracht. Update 20 Uhr, erneut der gefährliche Zwischenfall im Persischen Golf. Am Freitagabend ist ein britischer Öltanker in der Straße von Hormuz gestoppt worden. Die iranischen Revolutionsgarden teilten auf ihrer Website mit, dass der Tanker internationale Vorschriften nicht beachtet habe. Erst vor kurzem wurde ein ausländischer Tanker vom Iran festgesetzt, bei dem Schiff handelt es sich nach Angaben der Revolutionsgarde um die unter britischer Flagge fahrende Stena im Peru. Das Schiff gehört der schwedischen Firma Stena Bulk. Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall und teilte mit, dass sich mehrere unbekannte kleinere Boote und ein Hubschrauber der Stena im Peru
genährt hatten, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden habe. Das Unternehmen habe derzeit keinen Kontakt zur Besatzung des Schiffes. An Bord befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crewmitglieder. Es gebe keine Nachrichten über Verletzte. Man stehe in engem Kontakt zu den britischen Behörden. Das Schiff fahre inzwischen nach Norden in Richtung Irland. Wie Daten der Internetseite Marine Traffic zeigen, verließ die Stena. In Peru gegen 17.30 Uhr misst sie ihren Kurs, als sie die Straße von Hormuz passiert hatte. Das Schiff war vom Hafen Fort Shara in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf dem Weg in Richtung Al-Jubail in Saudi-Arabien. Zuletzt zeigten die Daten, dass sich das Schiff in Richtung der iranischen Insel Keschm befand. Iran-Konflikt. Eskaliert. USA schießen iranische Drohne ab, doch Aussage sorgt für Verwirrung. Date vom 19. Juli 14:22 Uhr. Der unter dem Vorwurf illegaler Öllieferungen an Syrien seit Anfang des Monats in Gibraltar an die Kette gelegte Supertanker wird mindestens bis Mitte August nicht wieder auslaufen dürfen. Die Öllieferung aus dem Iran soll gegen EU-Sanktionen gegen Syrien verstoßen. Der oberste Gerichtshof des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens ordnete am Freitag eine Verlängerung der Festsetzung um weitere 30 Tage bis zum 20. August an, wie die Regierung von Gibraltar mitteilte. Außerdem sei für den 15. August eine neue Anhörung anberaumt worden. Hätte es diesen Justizbeschluss nicht gegeben, hätte man den Öltanker Grazia 1 nur bis zum Sonntag festhalten dürfen. Der Kapitän und drei weitere Besatzungsmitglieder waren vorübergehend festgenommen worden, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Iran-Konflikt eskaliert. USA schießen iranische Drohne ab, doch Aussage sorgt für Verwirrung. Date vom 19. Juli, 7.13 Uhr. Bei dem festgesetzten ausländischen Tanker, den der Iran am Donnerstag vermeldete, handelt es sich um den Öltanker Ria. Das ist auf einem Video des iranischen Auslandsfernsehens Press TV zu sehen. Das Signal von Ria.
war am vergangenen Wochenende plötzlich vor der iranischen Küste verschwunden. Auf dem Video ist zu sehen, wie zwei schnelle Boote die Reihe umkreisen. Nach Angaben der Webseite Marine Traffic sendete der Öltanker zum letzten Mal am vergangenen Samstag. Seinen Standort südlich der iranischen Insel Keshm. Das Schiff wurde nach iranischen Angaben am Sonntag gestoppt. Wem der mit 68 Metern Länge relativ kleine Öltanker gehört, ist unklar. Trump verkündet Drohnenabschuss Iran weiß von. Nicht zu Platte 23.29 Uhr. Der Iran hat Außenminister Mohammad Javad Zarif zufolge keine Kenntnis über eine angeblich vom US-Militär zerstörte Drohne. Iran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne, erklärte der Minister am Donnerstag an. Sitz der Vereinten Nationen in New York. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor erklärt, die Mannschaft eines US-Marineschiffs habe in der Straße von Hormuz eine iranische Drohne zerstört. Derweil haben die iranischen Revolutionsgarde nach eigenen Angaben einen ausländischen Tank im Persischen Golf festgesetzt. Am Donnerstag veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten den Tanker Rio, der unter der Flagge Panamas fährt. Das Schiff habe geschmuggeltes Öl von iranischen Booten zu ausländischen Schiffen bringen sollen, teilten die Revolutionsgarden mit. Baran kündigte an, eine Konferenz zur Sicherheit in der See- und Luftfahrt zu organisieren und Wege